Nice spawn, Pudis! Verdammt! Scheiße, no scope! Zum Glück haben wir gestern lange genug Squad gespielt, um uns damit auszukennen. Im Liegen! Das wird ein Frag-Movie. Nein! Ah! Zucker, Zucker! Ich mache mir wirklich Sorgen um diese Elite-Einheit. SWAT oder Squad? Nee, Squad haben wir gestern gespielt. Squad haben wir gespielt. Ich würde das eigentlich gerne heute nochmal spielen. Ehrlich gesagt. Ich fand das gestern sehr spaßig, muss ich sagen. Park für dein Team rechts herum. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Ich muss hier rum? Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer. Kontakt! Gibt's ein neues Wort? Alle noch da? Bell, such nach Minen. Explosion hat es nicht gereicht, oder was? Hinterhalt! Deine Granate wäre schon nicht. Ich sag nur Ehrenpotsche, war klasse gestern. Weiter geht's. Ja, es war wirklich sehr gut gestern. Ich könnte mich. Hab König schon gefragt, ob wir nach der. Hey! Ob wir nach der Storyline von Dings hier. Ob wir das heute nochmal spielen. Alle. AKs sind einfach irgendwie sehr schöne Gewehre. Fertig? Muss ich wieder den Minendetektor machen? Nein. Das heißt, okay, Ehrenpotte. Was das bedeutet? Achso. In Squad muss man ja funken, Sandwürmchen. Und letzte Woche Freitag haben wir immer Funksprüche mit Ehre beendet. Und gestern war es so, dass... ach so, ich weiß nicht, ob wir heute spielen. Ach so, ich dachte, du wusstest nicht, was das bedeutet. Der Typ war gestern halt richtig witzig. Ey, warum machst du einen Squad auf? Dumme Fotze. Alles klar. Das Knüppi hat leider noch nicht geantwortet. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Oh, Mason hat aber auch gar nichts gemacht. Hast du gerade das F-Wort benutzt? Ja, habe ich. Weitersuchen. Da, stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße! Jemand tötet die Wissenschaftler! Oh. Erster Stock, Raum 27B. Erster Stock, Raum 27B!
Erster Stock, mittlerer Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Plump, aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden. Wo geht's hin? Wissen Tab, mir Stuhl sind dort leid. Ja, das war halt völlig daneben von dem Dude, der da, also... What the fuck? Ja, sag mal, wo... Ja, setz das C4 ein. Piep, 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 piep. Okay. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Ja, wir nageln gleich mit. Nee, immer schön quick and dirty, excellent. Quick and dirty ist geil. Oh! Och man, Activision. Nicht mal das hast du uns gegönnt. Weiter geht's. Oh Mann, ey. Ich wollte erstmal vom Bildschirm runter. Ja. Das nochmal ein Vollbild haben, danke. Okay. Was ist das? Was soll ich denn mit Molotow-Cocktail? Bitte! Sie erschießen uns! Nein! Bleib weg! Wer snipert da, wenn man eine AK hat? Okay, nichts passiert, kein Problem. Wo ist er denn? So. Recht, danke. Oh Gott, nein, das war nicht so gemein. Der wie ein EFC, Junge. Sie haben sich verstanden. Wir müssen nah dran sein. Halte das schwere MG aus. Brauche Deckung. Werfe Granate. Bewegung. Das sind ja die beschissensten Minen, die ich je gesehen habe. Lade nach. Granate. Ich rücke vor. 27B. Adler, wir gehen rein. Bell, such den Raum ab. Der steht bestimmt hier hinter. Reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat so vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Huflauers, bist du zufällig da? Hey, Gens 9. Bewegung, Bewegung! Weiter geht's! Massenweise Marinerkorps greift diese Anlage ein. Oh, geil. Scheiße, ich hab nicht einen einzigen gesehen. Ich hab mich zu früh gefreut. Ich hab nicht... Ich hab, also, ja. Kontakt! Da kommt ein Heli! Grüß dich, moin. An alle Teams, rauf aufs Dach.
Bewegung, Bewegung! Adler, massenweise Verstärkung kreist diese Anlage ein. Jetzt mach auf! Gesichert! Aus dem Weg! Adler, ich habe einen VIP gesichtet. Südliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in einen Heli. Greifen ihn auf! Das Fenster! Durchs Fenster! Was für ein Fenster? Ach, hier, das. Ich rücke vor! Scheiße! Der Heli ist entkommen! Vergiss den Heli! Wir haben größere Probleme! Adler, wo zum Teufel seid ihr? Wir stecken hier fest! Wartet nicht auf uns! Nehmt den Skyhook! Skyhook, Ihr Bodenteam! Sichtkontakt bestätigen! Bestätigt, Bodenteam! Haben Sichtkontakt! Zieht das Geschirr fest! Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind! Ankunft in 2 Minuten! Vorsicht, Park! Da sind Scharfschützen auf dem Dach! Verstanden! Bell, schalte die Scharfschützen aus! Wir sitzen auf dem Präsentierfeld! Sie sind überall! Kontrollierte Salven, Lazar! Wir haben kaum noch Munition! Weißt du was, Lazar? Ich glaube, ich wäre jetzt bereit. Keine falschen Versprechen, Park! Aber nicht diese Pferdepisse, die du Bier nimmst. Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten! Sie kommen! Gott, was ist das für eine Waffe? Die Munition aus. Wo bleibt das Flugzeug? Eine Minute. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf mich. Ey, ihr sollt ja beide nicht miteinander flirten und euch gegenseitig Babys mit der Sprache in den Bauch rammeln. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf mich. Gott, Mama! Du kämpfst nicht mal. Du sitzt da und redest mit der Frau und flirtest mit ihr. Können wir helfen? Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Feuere. Gute Wirkung. Guter Treffer. Guter Treffer. Bodenteam, unser Treibstoff reicht nur noch für einen Überflug. Bereithalten für Evakuierung. Ja. Keine weiteren Chancen. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Jetzt! Wir machen das nacheinander. Bell, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Ach ja, endlich. In Deckung! Scheiße! Okay. Hey, wir geben Deckung, aber ich guck die ganze Zeit dabei zu, wie du deine Haken reinmachst. Meine Beine! Ich komme nicht ans Geschirr. 7, 6, 5. Nein! Sim? Na klar, Freunde der Sonne. Mein Twitch Prime muss ja irgendwo hin, oder? Nein. Mein Twitch Prime muss ja wohl irgendwo hin, ihr Schweine. Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. Was ist Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Finden Sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Und wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster. Schreiben Sie Adler noch nicht an. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Komm schon, nur noch ein Stück.
Sims, hol die Trage. Belle. Ich glaube, ich schulde dir was. Oh, Scheiße. Wir verlieren noch viel mehr als Lazar, wenn wir unseren nächsten Zug nicht richtig durchführen. Du musst noch unbedingt für einen Einsatz durchhalten. Ich verlasse mich da auf dich, Belle. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle? Nein! Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Nicht alle! Er nützt uns jetzt nichts mehr. Nicht alle? Come on! Nicht alle Spitzen auf einmal! Ich nehme auch ein Zäpfchen. Perseus zu stoppen. Das warst du schon immer. Oh Gott, keine nein! Keine Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. In der was? In den Penis? Direkt in die Eichel? Verursachen. Oh oder Gott, shit. Verdammt! Durch die Augenhöhle! Bist du dir da wirklich sicher? Die Erinnerungen sollten sofort einsetzen. Belle, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Ey, Snooksy Monsterbagger. Was? Denk nach, Belle. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt. Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Belle. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Belle? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau den Ende. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Alles gut, Snooksy. Laut deinem Bericht brachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Snooksy, mach dir keinen Stress, Bagger. Ich bin dir so schon dankbar, dass du das gemacht hast. Alles mit der Ruhe. Gibt für alles eine Lösung. Du ranntest los und schnapptest dir einen M16. Falsch. Bravo. Okay, gut, stopp. Was müssen wir denn jetzt machen hier? Ich liebe diese Waffen. Ich mochte sie in EFP schon immer. Die sind so richtig nutzlos. Ich kann nicht duken? Oh shit, fuck. Bagger, mit knapp 50 sieht man doch einfach gar nichts mehr. Haben wir alle erledigt? Die übrigen Vietcong flohen zu den Bäumen. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Mache ich jetzt hier den Lone Ranger, oder? So einen Augentropfen will ich auch mal haben. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken.
dann schon, oder? Schon aus Prinzip muss ich links gehen. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Wir brauchen sofort Helikopterunterstützung. Roger, Heli ist unterwegs. Ich muss doch beim Team helfen, Mann. Whoa! Oh shit. Bell, ich muss über den Bunker Bescheid wissen. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Ja! Volle Granate. Kann man einfach nicht meckern. Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Ich denke, ich soll die Seilrutsche nehmen. Was denn jetzt? Hä? Die Seilrutsche ging nach unten. Wie bin ich... Okay. Es ist ja eh nur eine Erinnerung, ne? Da kann man ja alles machen, wie man will. Himmel, was passiert mit ihm? Ey, Randy. Andy meine ich, nicht Ein Randy. Ein leichter Krampfanfall. Sims, reich mir bitte das Benzo dir jetzt. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Wir haben eine Mission. Erhöhen wir die Dosis und starten diesmal Nummer 1B. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Ist das jetzt das Resultat von, ich höre nicht? Oh, Dizzy streckt den Content voll.
Na gut. Das war sehr lautlos, Nils. Also, neues Update, um das neueste Windows-Update Funktionalität und, ja, warte mal kurz, ich mach mal kurz Zeit auswählen und zwar gar nicht. Also halt deine Schnauze und geh mir nicht auf den Sack. Danke. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Nein! Bell wechselt ständig die Szenarien. Jetzt ist er bei Nummer 11. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Dann auf ihn! Im Haus, das das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Sag mal, was schieben wir hier für einen Trip? Auf einmal ist ja eine Bunkertür. Sag mal. Ey.